Strasshof bei Wien. Eine junge Frau irrt hilfesuchend durch die Gärten. Es ist Natascha Kampusch. Als kleines Mädchen wurde sie auf dem Schulweg entführt und blieb verschwunden. Achteinhalb Jahre war sie in einem winzigen Kellerverlies dieses Hauses gefangen, bis sie sich endlich befreien konnte. Ich werde einfach geächtet. Ich bin für mein Leben geächtet. Das heißt, ich habe einen Stempel auf der Stirn, wo drauf steht: Gewaltopfer. Es wird mir nie oder selten jemand wertfrei begegnen können. Nur wenn ich dann älter werde, wird es wieder Menschen geben, die mir wertfrei begegnen können, weil sie die Zeit nicht miterlebt haben. Meine Mutter hat auch immer gesagt, geh nie böse auseinander, weil es könnte ja einem von uns beiden etwas passieren. Und dann sehen wir uns nie wieder und da soll man sich vorher immer vertragen. Und dann ist es eben passiert. In die Schule ging sie sehr selten alleine. An dem Tag hat sie gesagt, sie geht alleine in die Schule. Okay, ich habe dann beim Fenster noch nachgeschaut. Und wir haben, wenn man runterschaut bei meinem Fenster, ist dann das Einkaufszentrum. Und das ist überdacht und da sehe ich auch nicht viel mehr. Und da ist sie halt verschwunden und das war's. Ich hatte zumindest schon mal das erste Drittel hinter mir und dann sah ich eben von Weitem einen Mann, der vor einem weißen Kastenwagen steht, der auf jemanden zu warten schien. Ich wollte die Straßenseite wechseln, aber dann nahm ich mir einfach vor, doch weiterzugehen. Ich kam in seine Nähe und dann kam er eben mir entgegen, schnappte mich und packte mich und ja, verbrachte mich in seinen Kastenwagen. Ich versuchte zu schreien, aber es kam einfach kein Laut. Die Stimmbänder haben da nicht mitgemacht bei dem Schrei. Stumme. Ich wusste eben nicht, was jetzt mit mir passiert. Ich habe in dem Moment eigentlich mit meinem Leben schon so abgeschlossen. Ich kannte die Gegend, also aus dieser Perspektive, weil wenn ich mit meiner Mutter abends nach Hause fuhr, dann sah ich auch immer diese Baumkronen und die Strommasten. Und wusste auch ungefähr, in welche Richtung wir fahren. Er ist dann mit dem weißen Kastenwagen zu seiner Garage gefahren. Und dort hat er mich dann eben in eine blaue Decke gewickelt ins Haus getragen. Er hat mich runtergetragen und mich kurz wo abgesetzt. Und damals habe ich das ja noch nicht gewusst alles. Hat er dort den Tresor zur Seite geschoben und das alles geöffnet. Und dann hat er mich irgendwie hineingetragen und gezogen und dann hat er mich eben dort in einem Verlies auf den Boden gelegt, im Finstern. Normal ist die Natascha pünktlich und wie die nach 10 Minuten nicht da war, habe ich mir gedacht, wo bleibt die, rufe ich im Hort an. Im Hort ist niemand dran gegangen und habe es dann eine halbe Stunde später versucht und hat die Tante Josi gesagt, nein, die war gar nicht im Hort. Und momentan, also ich habe geglaubt, jetzt, mir zieht es den Boden unter den Füßen weg. Aber da ist irgendwas passiert. Österreich 1.
Seit gestern Abend wird in Wien-Donaustadt ein 10-jähriges Mädchen vermisst. Natascha trägt Brillen, ist etwa 1,45 Meter groß, hat hellbraune Haare mit Stirnfransen und blaue Augen. Das 10-jährige Mädchen ist schon seit fast 34 Stunden abgängig. Die bisherige Suche ist immer noch erfolglos. Ich habe dann einfach dort gezählt und gezählt, also immer bis 21. Also das waren die Sekunden und dann eben bis 60 und dann wieder und wieder und wieder und wieder, sodass ich ungefähr weiß, wie lange ich schon alleine bin. Aber irgendwann wusste ich dann nicht mehr. Am ersten Tag brachte er mir dann eine Matratze mit, die war 5 cm dick, also sehr dünn aus Schaumstoff. Und dann durfte ich mich mit derselben Decke, mit der ich eingewickelt wurde, durfte ich mich dann auch zudecken. Und als Polster hatte ich meine Jacke. Mein Kleid wollte ich die erste Zeit überhaupt nicht ausziehen. Ich wollte überhaupt nichts hergeben oder preisgeben. Meine Schultasche hatte er mir weggenommen. Und meine Schuhe hat er in den ersten Tagen verbrannt, damit, weil er meinte, ich bräuchte die gar nicht. Eine große Suchaktion der Polizei läuft an. Erste Hinweise aus der Bevölkerung gehen ein. Eine heiße Spur ist nicht darunter. Die Suche wird intensiviert. Zuständig für den Fall ist die Wiener Kriminalpolizei. Die Beamten veranlassen eine internationale Fernsehfahndung. Die österreichischen Behörden beschäftigen sich mit dem Verschwinden eines Mädchens, der 10-jährigen Natascha Kampusch. Und zwar am 2. März ist dieses Mädchen zum letzten Mal gesehen worden. Der Schulweg, auf dem sich seine Spur verloren hat, ist ziemlich lang. Angeblich soll ein Mädchen mit einem roten Anorak in einen weißen Kastenwagen gezerrt worden sein, der am rechten seitlichen Fahrbahnrand gestanden ist. Zu Beginn gab es eigentlich keine Möglichkeit, Kontakt zum Entführer aufzunehmen, wenn ich es gebraucht habe. Sondern er kam einfach jeden Tag. Allerdings gab es schon eine Möglichkeit, wenn er nämlich nicht alles zugemacht hat hinter sich, dann konnte er mich zum Beispiel klopfen hören. Und dann hat er eine Gegensprechanlage montiert, wo es möglich war, über die Gegensprechanlage zu kommunizieren. In der ersten Zeit habe ich dann einfach überhaupt nicht mehr gewusst, ob Tag, Nacht oder sonst irgendetwas ist, weil die innere Uhr war völlig aus dem Gleichgewicht. Großaktion der Polizei. Sie sucht den Entführer mit dem weißen Kastenwagen. Insgesamt werden 1520 Halter weißer Kastenwagen und 650 weitere Personen überprüft. Die Gemeinde Straßhof, eine halbe Autostunde vom Wiener Zentrum entfernt. Eine Durchgangsstraße, kein Ortskern, 8000 Einwohner. Hier wohnt auch der Mann, der Natascha Kampusch entführte. Wolfgang Priklopil. Damals 35 Jahre alt, ledig, von Beruf Nachrichtentechniker, polizeilich ein unbeschriebenes Blatt. Seine Mutter überließ ihm das elterliche Haus und zog nach Wien. Ihr Sohn lebt allein. Sein weißer Kastenwagen ist mit Bauschutt beladen, als zwei Beamte ihn vor dem Haus antreffen. Am Tattag will er alleine zu Hause gewesen sein. Zeugen keine. Maßnahmen, Fotos vom Fahrzeug, Berichtsfertigung. Ablage. Ich habe den Herrn Priklopil bei Siemens kennengelernt. Da haben wir Anfang der 80er Jahre gemeinsam die Lehre gemacht und gearbeitet. Ich habe mich dann später selbstständig mit Wohnungssanierungen beschäftigt und habe Herrn Priklopil als Mitarbeiter gewonnen, weil ich ihn eben als zuverlässigen Menschen kennengelernt habe. Ich erinnere mich, dass mich Herr Priklopil vor der Entführung im Zuge unserer Wohnungs-
Renovierungen gefragt hat, wie man am besten Schallisolierungen machen kann, damit zum Beispiel ein Schlagbohrmaschinengeräusch nicht im ganzen Gebäude zu hören ist. Es gab dann später eben diese Zeitschaltuhr, die den Tagesablauf gestaltet hat. Also es ging das Licht zu einer gewissen Zeit an und dann war es wieder finster, also ähnlich wie im Gefängnis, wo dann einfach um 8 das Licht aus ist. Jeder Tropfen hat mehr Luftfeuchtigkeit, bedeutet mehr Schimmel. Das war dann auch nicht so toll mit den ganzen Insekten und mit der Feuchtigkeit und mit der ekelhaften Luftfeuchtigkeit. Dieser abgestandene Geruch und ja, also das ist nicht sehr schön in so einem kleinen Raum. Wird dann kalt, feucht, ekelhaft. Diese Einbauventilatoren. Es war natürlich auch so eine Art Folter. Es ist ja sehr laut. Wenn die zu lange rotieren oder wenn das Ganze zu heiß wird, dann schmelzen die Flügel und dann macht das nicht nur dieses typische Ventilatorengeräusch, dieses nervtötend laute, sondern das macht dann auch so ein Tok, 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 Tok und dann wieder das normale Ventilatorengeräusch und tock, 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 tock. Das geht eben so lange gut, bis der Ventilator kaputt ist. Ich hatte dann schon so einen Sinn dafür entwickelt, wo ich dann einfach ganz nervös geworden bin und wo ich dann langsam eben diese Geräusche gehört habe vom Wegschrauben des Tresors und vom Öffnen dieser Betonmauer und die Erschütterungen und so und vorher auch schon gespürt irgendwie oder gehört oder auf irgendeine Art und Weise wahrgenommen und da hatte ich dann immer so Herzklopfen, wo der Körper einfach so voll aufdreht und wo der Schweiß kurzfristig ausbricht und wo man einfach, ja, wo man einfach so ein Unbehagen, so ein mulmiges verspürt. Erst nach der Befreiung, 8,5 Jahre später, zeigt sich, wie perfekt das Verlies gesichert war. Zugang durch die Garage in den Keller. Verdeckt von Schrank und Autoreifen, ein schwerer Tresor. Höhe 68,5 cm. Breite 48,5 cm. Er tarnt und sichert das Einstiegsloch. Sicherung 2, eine Eisenbetontür. Gewicht ca. 150 kg. Verriegelt mit einer Gewindestange im Mauerwerk. Dicke der Mauer 47,5 cm. Als dritte Sicherung eine doppelte Holztür. Dahinter lebte Natascha Kampusch. Der wird wahrscheinlich für alles insgesamt eine Stunde gebraucht haben, wenn er schnell war oder wenn er nicht alles zu hatte, wird es kürzer gedauert haben. Mit allen Vorbereitungen, mit alles wegstellen, alles wegräumen, alles vorbereiten, das Aufmachen und so, das war ja auch ein riesen Kraftaufwand. Stellen Sie sich vor, der hätte sich was getan oder wäre auf einmal schwächer geworden, der hätte das nie wieder aufgekriegt. Ja, und ich wäre dann irgendwie wie so ein ägyptischer Pharao, zwar lebend, aber doch dort begraben und dann später tot, konserviert. Ich weiß nicht. Die Fahndung der Polizei läuft weiter auf Hochtouren. Ein Polizist aus Straßhof gibt der Wiener Sonderkommission vertraulich einen Hinweis. In seiner Nachbarschaft lebe ein Eigenbrödler, der einen weißen Kastenwagen fahre. Dieser Mann habe Kontaktprobleme. Sein Haus sei elektronisch voll gesichert und er besitze eventuell Waffen.
Auch solle er sexuell einen Hang zu Kindern haben. Den Namen weiß der Polizist